Okay, der Herr der Kamera ist nicht eingetroffen, aber ich glaube, es funktioniert. Der rote Punkt ist an und es steht auch da, Batterien sind voll und das Mikrofon funktioniert. Okay. So, willkommen zurück zur relativistischen Quantenfeldtheorie und dem Thema Renormierungsgruppe. Wir haben jetzt im Semester unheimlich viel technisches Training uns erarbeitet und Grundlagen geschaffen für das Grundverständnis von relativistischen Quantenfeldtheorien und haben gesehen, wie man Feynman-Regeln herleitet, wie man Divergenzen behandelt, wie man die Theorie renormiert, regularisiert und wie dann letztlich physikalisch sinnvolle Vorhersagen rauskommen. Aber es war alles relativ technikdominiert. Und heute kommt ein physikalisches Highlight nach dem anderen. Also heute ist eine Vorlesung, wo wir wirklich die Früchte unserer Arbeit ernten können in vielfacher Weise. Erstmal doch mal hier zur Wiederholung zur Renormierungsgruppe. Was die Renormierungsgruppe uns liefert, ist ja die Abhängigkeit von dieser unphysikalischen Renormierungsskala μ. Die kann man also ändern. Und die Änderung von μ ist aber äquivalent zu einer Änderung der Parameter der Theorie. In dem Sinne ist das μ kein einzelner physikalisch relevanter Parameter, sondern es gibt Trajektorien in den Schaubildern zwischen Kopplungen und μ. Und nur so eine Trajektorie bestimmt dann, wie die Physik der Theorie gestaltet ist, aber nicht, wo auf der Trajektorie wir uns gerade befinden. Und das erlaubt uns dann technisch, Logarithmen zu resumieren, wie man das nennt. Wir haben jetzt herausgefunden, dass in jeder Ordnungsstörungstheorie solche potenziell großen Logarithmen auftreten zwischen dem μ und der physikalischen Energieskala des Prozesses. Und zwar in N-Loop-Ordnung taucht genau maximal Logarithmus hoch n von dieser Größe auf. Und diese Logarithmen lassen sich alle mit der Renormierungsgruppe verstehen. Und zwar, wenn wir die Renormierungsgruppe, die Beta-Funktionen auf N-Loop kennen, dann können wir alle führenden Logarithmen der Art n-Loop mal log hoch n erfassen. Wenn wir die 2-Loop-Beta-Funktion kennen, können wir sogar die nächstführenden Logarithmus hoch n minus 1 auf n-Loop-Ordnung erfassen für alle Loop-Ordnungen n. Das heißt, diese Logarithmen können exakt erfasst werden und resumiert werden, aufsummiert werden und dadurch lässt sich eben die theoretische Unsicherheit von Vorhersagen sehr stark reduzieren und natürlich das physikalische Verständnis steigern. Und jetzt haben wir das mal konkret durchgeführt für die QED und QCD. Wir haben also diese Trajektorien ausgerechnet. Wenn man die Renormierungsgruppe auf Einloop-Ordnung integriert, ist das ganz einfach, weil die Beta-Funktion einfach proportional zu g hoch 3 ist, mal einem konstanten Koeffizient Beta 1. Und dann ist es Trennung der Veränderlichen und das Integral liefert 1 durch g Quadrat. So, und dann haben wir also so eine Gleichung, Kopplung an zwei verschiedenen Skalen, invertiert, ist gegeben durch den Logarithmus dieses Skalenverhältnisses. Okay, und dann kann man das jetzt lösen. Und wenn man dann die Gleichung löst, dann sieht man eben, dass in der QED mit positiver Beta-Funktion eine endliche Energieskala existiert, bei der die Kopplung dann divergieren muss aufgrund dieser Einloop-Beta-Funktion. Das ist der Landau-Pol der QED und den hatten wir konkret zahlenmäßig ausgerechnet. Der ist astronomisch hoch, also experimentell überhaupt nicht zugänglich. Aber für die formale, intrinsische Vollständigkeit der Theorie ist das ein gewisses Problem, weil man dann eben nicht sagen kann, die QED wäre potenziell eine Theorie des ganzen Universums, der ganzen Natur, die bis unendlich hohe Energien gilt. Das wäre nicht möglich. Bei der QCD aber ist die Beta-Funktion negativ und für hohe Energien geht die Kopplung dann gegen Null und es gibt keinen Landau-Pol bei hohen Energien, aber einen analogen Pol bei niedrigen Energien. Und den will ich gerade noch mal hier auch ein bisschen erfassen. Wenn wir also diese Gleichung hier hernehmen, dann können wir den Landau-Pol der QCD mal bestimmen. Das heißt, wir setzen jetzt zum Beispiel dieses μ0 auf den Landau-Pol. Dann heißt es dass die Kopplung an diesem Landau-Pol unendlich groß ist, sprich dieser Bruch ist 0 und dann haben wir 1 durch g² an einem beliebigen μ.
ist gegeben durch die Beta-Funktion mal dem Logarithmus von diesem μ geteilt durch den Lambda pro Lambda. Das heißt, wir können dann auflösen und kriegen 1 durch 2 g Quadrat von μ ist gleich minus Beta 1 mal dem Logarithmus μ geteilt durch Lambda. Und in der QCD ist man in der Praxis immer oberhalb dieses Landau-Pols Lambda und will dann die Kopplung ausrechnen. Und dann ist es nützlich, dieses hier zu invertieren, sodass wir dann schreiben, die Kopplung g Quadrat an einer beliebigen Skala μ ist dann gleich 1 durch den Bruch Beta 1 mal dem Logarithmus Lambda Quadrat geteilt durch μ Quadrat. Ich habe jetzt diese 2 absorbiert, indem ich Logarithmus von μ Quadrat und Lambda Quadrat schreibe. Und dann haben wir einen expliziten Ausdruck für die QCD-Kopplungskonstante bei einer beliebigen Energie μ. Und dieser Ausdruck enthält dann Logarithmus von diesem Landau-Pol. Das ist dann sozusagen eine fixierte Energieskala. Die ist in der Praxis etwa 0,1 GeV, also ein bisschen kleiner als die Protonmasse. Und dann haben wir eben hier Logarithmus von diesem fixierten Lambda dividiert durch die beliebige Energieskala μ, kriegen dann unsere Kopplung. Das heißt, das ist ein schöner expliziter Ausdruck für die Kopplung bei beliebig großen Energien. Und da sehen wir jetzt natürlich explizit, dass für große μ der Logarithmus beliebig groß wird betraglich und dann geht eben die Kopplung mit 1 durch Logarithmus gegen 0. So, und weitere Bemerkungen mache ich später noch. Daraus folgen also physikalisch unheimlich viele interessante Konsequenzen, die wir heute auch noch ansprechen werden, die wir auch verstehen können, ohne die QCD jetzt im Detail zu diskutieren. Wir müssen eben nur wissen, dass diese Kopplung hier dieses Verhalten hat und dann können wir viel lernen über die Physik der starken Wechselwirkung. Okay, wie gesagt, die ganze Vorlesung heute ist nur voll von Highlights. Jetzt kommt das erste Highlight, nämlich wir beginnen mit weiteren Bemerkungen und Anwendungen. Und die erste Bemerkung und Anwendung ist die sogenannte dimensionale Transmutation. So, betrachten wir mal als Beispiel die reine QCD mit Quarkmassen gleich 0. Also reine QCD wäre eben die QCD, bei der die Quarkmassen auf 0 gesetzt sind. Das heißt, es gibt Quarks und Gluonen. Also nebenbei gefragt, Sie wissen ja, was Quarks und Gluonen sind, oder? Das wissen Sie. Also ohne, dass wir jetzt die Lagrange-Dichte aufschreiben müssen. Aber Begriff Quark und Gluonen ist Ihnen bekannt. Und im Prinzip gibt es Quarkmassen, die nicht 0 sind, aber wenn man die vernachlässigt, dann haben wir also die reine QCD, die im Prinzip als Parameter nur die Eichkopplung der QCD-Eichwechselwirkung besitzt. Okay. So, und das ist auch das Wesentliche, denn die Quarkmassen für Up und Down und Strange Quarks, die sind extrem klein und für viele Zwecke kann man die wirklich vernachlässigen, ohne die qualitative starke Wechselung qualitativ zu beeinflussen. So, das ist eine gute Näherung. Jetzt, was sagt uns die Renormierungsgruppentheorie? Die sagt uns, dass es erstmal diese Trajektorien hier gibt. So verschiedene Trajektorien zwischen der QCD-Kopplungskonstante und der Energieskala μ. Und so verlaufen die Trajektorien irgendwo in Pol und dann gehen die gegen Null. Jetzt hatten wir ja betont, dass die μ alleine ist kein physikalischer Parameter, sondern was nur wichtig ist, ist, welche Trajektorie benutzen wir, und die Physik ist entlang der Trajektorie ungeändert. Das heißt, wenn Sie jetzt spezifizieren wollen, welche QCD betrachten wir jetzt, dann müssen Sie angeben, auf welcher Trajektorie
wir uns befinden, dann ist Ihre QCD sozusagen festgelegt, eindeutig. Und dann ist die Physik der QCD bestimmt durch die Wahl der Trajektorien. Also können wir aufschreiben, die Theorie ist spezifiziert durch die Angabe, auf welcher Trajektorie wir sind. Und das heißt letzten Endes technisch die Wahl von dieser noch nackteren Kopplung G groß B. Und dann war es eben so, dass auf so einer Trajektorie war dieses G groß B gleich konstant. Und hier hatte dann dieses G groß B einen anderen Wert, aber ebenfalls konstant. Ja. Genau, das heißt es. Das heißt genau das. Alle Observablen, alle physikalischen Vorhersagen sind ungeändert, wenn sie G und μ ändern, aber auf der Trajektorie bleiben. Genau das heißt es. Die Observablen bleiben gleich und auch Green'sche Funktionen bleiben nicht gleich, sondern ändern sich nur durch die Umnormierung der Felder. Aber die Umnormierung der Felder fällt weg, wenn man dann Observablen berechnet. Okay, so spezifizieren wir also die Theorie durch Angabe der Trajektorien. Aber jetzt gibt es eine andere Sichtweise und vielleicht eine etwas gewöhnlichere Sichtweise, nämlich was würden Sie normalerweise machen? Schreiben wir nochmal denselben Plot auf. Hier würden Sie normalerweise ja sagen, aha, die QCD hat einen freien Parameter, nämlich die Eichkopplung. Okay. Was heißt das? Das heißt, dass Sie jetzt hier einen speziellen Wert von μ herausgreifen. Sagen wir mal, hier ist der speziell gewählte Wert μ0, irgendeine Referenzskala, sagen wir 100 GeV als Beispiel. Und dann wäre die Theorie dadurch spezifiziert, dass Sie angeben, zahlenmäßig, was ist der Wert Ihrer Eichkopplung bei der Skala μ0. Und so steht es auch im Particle Data Book. Was ist der Wert der QCD-Kopplung bei μ gleich 100 GeV oder bei μ gleich MZ? So würde man das auch angeben. Und das wäre natürlich äquivalent. Das heißt, wir können die Theorie äquivalent dadurch spezifizieren, dass wir die Wahl von G bei μ0 treffen. Dann ist die Theorie ebenfalls eindeutig festgelegt. Und dann würden wir also sagen, okay, die Theorie hat einen freien Parameter, nämlich die Eichkopplung, und den muss ich angeben als MS-bar renormierten Parameter bei der Skala μ0. Aber jetzt gibt es eine dritte Variante, das zu betrachten. Wie kann ich es noch betrachten? Nämlich, ich kann ja auch so eine Gerade hier durchlegen. Dann haben wir hier irgendeinen fixierten, vorgegebenen Wert, G0, zum Beispiel 0,1. Zum Beispiel so ein kleiner, störungstheoretisch behandelbarer Wert. Und dann ist die äquivalente Frage, bei welcher Energieskala μ hat die Kopplung den Wert 0,1, um im Beispiel zu bleiben. Und wenn ich dann sage, okay, die Theorie hat bei 100 GeV oder 1000 GeV den Wert G gleich 0,1, dann habe ich auch die Trajektorie eindeutig spezifiziert und die Theorie eindeutig festgelegt. Das heißt, ich kann die Theorie auch äquivalent festlegen durch die Wahl von μ bei dem, sagen wir mal, die Kopplung G von μ irgendeinen fix vorgegebenen Wert G0 annimmt. Völlig äquivalent. Dieses G0 ist jetzt vom Himmel gefallen. Sagen wir 0,1 ist für alle Zeiten fixiert. 0,1, irgendeine Zahl zwischen 0 und unendlich fixieren wir. Und dann geben wir nur noch eine Energieskala an. In dieser Sichtweise hat die QCD auch einen freien Parameter, und zwar den freien Parameter μ. Und das ist jetzt eine Energieskala. Das heißt, wir haben drei Varianten, die QCD eindeutig zu spezifizieren. Aber
Das hier ist ja nackte Größen, die wollen wir eigentlich nicht haben in der echten endlichen Diskussion. Also haben wir wirklich zwei Varianten, nämlich entweder geben wir an die Kopplung oder eine Energieskala, bei der ein charakteristisches Verhalten vorliegt. Das heißt, verallgemeinert, wir können einen dimensionslosen Parameter Meter G und einen dimensionsbehafteten Parameter die können wir austauschen. Okay. Es ist äquivalent, ob wir die Theorie durch eine dimensionslose Größe oder eine dimensionsbehaftete Größe angeben. Und dass man einen dimensionslosen durch einen dimensionsbehafteten Parameter jetzt ersetzen kann, das nennt man eben dimensionale Transmutation. Und diese dimensionale Transmutation ist ein reiner Quanteneffekt. Denn in der klassischen Theorie gibt es kein μ und die Trajektorien wären horizontal. Nur durch die Quanteneffekte, nur durch die Regularisierung und Renormierung und das Einführen von μ kriegen wir diese nicht-trivialen Trajektorien, die erlauben, dass wir das G durch μ ersetzen. So. Aber wir sind ja noch nicht am Ende, weil was folgt jetzt hier daraus? Wenn wir die QCD äquivalent durch eine Eichkopplung oder durch eine Energieskala parametrisieren können, dann hat es eine dramatische Konsequenz. Nämlich welche Konsequenz hat es, wenn die Theorie letztlich nur einen dimensionsbehafteten Parameter hat, μ? In der Physik können Sie nämlich nur dimensionslose Größen wirklich messen. Sie können eigentlich nur dimensionslose Verhältnisse von dimensionsbehafteten Parametern oder Größen messen. Alles andere entspricht nur der Wahl einer unphysikalischen oder, sagen wir mal, subjektiven Einheit. Das heißt, welches μ Sie auch immer wählen, ändert nur Ihre Maßeinheit. Sagen Sie, Sie nehmen jetzt QCD μ gleich 100. Dann heißt es, okay, dann rechne ich aus in Ihrer QCD die Protonmasse, die ergibt sich dann zu 1 GeV und bei 1000 GeV passieren irgendwelche interessanten Jet-Prozesse. Sie nehmen jetzt QCD bei μ gleich 1000 GeV, dann rechne ich die Protonmasse aus, das Ergebnis ist dann 10 GeV und bei 10.000 GeV passieren interessante Jet-Prozesse und so weiter. Das heißt, die Änderung von μ entspricht jetzt nur noch einer Änderung der Maßeinheit und die dimensionslosen Verhältnisse von echten relevanten Größen, zum Beispiel das Verhältnis zwischen Protonmasse und Pionmasse oder das Verhältnis zwischen Protonmasse und der Masse, bei der interessante Jet-Prozesse passieren. Dieses Verhältnis kann natürlich nicht abhängen von diesem dimensionsbehafteten μ. Das heißt also, in reiner QCD, ohne diese Quarkmassen, wo es nur diesen Eich-Parameter gibt, da ist die Wahl von μ gleich äquivalent zur Wahl der Maßeinheit und ist damit unphysikalisch. Also Sie können es auch anders sagen, wenn Sie beliebige Größen ausrechnen, wie zum Beispiel die Protonmasse, dann wird das Ergebnis eben immer sein, Protonmasse ist gleich Ihr μ multipliziert mit einer dimensionslosen Funktion und diese dimensionslose Funktion kann dann nicht von μ abhängen und die ist die eigentlich physikalische Aussage der QCD. Also physikalisch messbar sind eben nur dimensionslose Verhältnisse.
Das heißt, wir haben nicht nur einen dimensionslosen Parameter durch einen dimensionsbehafteten Parameter ersetzt, sondern im Endergebnis hat die QCD jetzt überhaupt keinen freien Parameter mehr. Das heißt, die QCD ist eine parameterfreie Theorie. Die reine QCD hat also keinen freien physikalischen Parameter. Und ist in dem Sinne eine ideale physikalische Theorie. Heißt also, besser geht's nicht. Die QCD ist parameterfrei. Alle Vorhersagen der QCD können Sie eindeutig ausrechnen als Funktion von nichts, als reine Zahlen. Und also besser geht es eigentlich nicht. Und wie gesagt, das ist ein reiner Quanteneffekt. In der klassischen QCD ohne Loops ist das nicht so. In der klassischen QCD Lagrange-Dichte haben Sie die Eichkopplung als freien dimensionslosen Parameter und der ist da physikalisch. Die Lösung der Bewegungsgleichung hängt ab von dieser Eichkopplung, aber in der Quantentheorie nicht mehr. Das ist also super und was Sie natürlich wissen und was wir noch nachher betonen werden, ist, die QCD ist natürlich nicht nur ideal formuliert, sondern auch wahnsinnig reichhaltig, was die physikalischen Konsequenzen angeht. Und das alles mit dieser einfachen Definition. Und dass Sie jetzt sozusagen nicht mehr von diesem Parameter abhängen, das schließen wir jetzt einfach daraus, dass die nackten Parameter nicht von dem Ü oder von dem G abhängen. Oder ist das jetzt noch eine neue Erkenntnis? Ist keine neue Erkenntnis, ist einfach nur angewendet, das, was wir die ganze Zeit jetzt gelernt haben. Und diese nackten Parameter können Sie im Endeffekt auch vergessen. Das Gute an der Renormierungsgruppentheorie ist ja, wie ich das letzte Mal auch schon betont habe, dass wir jetzt weggehen können von diesen divergenten Größen, sondern hier und hier sozusagen alles endlich in diesem Plot. Und in der Anwendung von der Renormierungsgruppentheorie auf Observablen, auf Vorhersagen, gibt es überhaupt kein Epsilon mehr, keine Divergenzen mehr und letztlich auch keine nackten Größen mehr. Das war nur die einfache Art, wie man es herleiten konnte, aber davon kann man jetzt weggehen. Wir haben nur noch endliche Größen, endliche renormierte Kopplungen, endliche Energieskalen μ, endliche Ergebnisse für Observablen, die mathematisch durch wohldefinierte Funktionen gegeben sind. Und dann können wir eben das G durch μ ersetzen. Also nichts wirklich Neues, aber jetzt haben wir es halt aufgeschrieben. Und das ist die Erkenntnis, die wir daraus bekommen und die ist eben nicht so offensichtlich, aber wenn man drüber nachdenkt, hätten wir es natürlich auch schon letzte Woche hier sagen können. Okay, also das ist ein erstes tolles Ergebnis. Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. So, der nächste Punkt. Falls es keine Fragen zur dimensionalen Transmutation mehr gibt, ist 632 die Brechung der Skaleninvarianz. Und die sogenannte Kellen-Symantzik-Gleichung. Okay, wir haben jetzt gerade schon über dimensionslose und dimensionsbehaftete Parameter gesprochen und das Besondere an diesen dimensionsbehafteten Parametern haben wir herausgestellt, nämlich dass man erstmal eine Einheit wählen muss und dann sind nur Verhältnisse in Bezug auf diese Einheit relevant. Wenn wir jetzt mal kurz überlegen, welche Arten von dimensionsbehafteten Größen es gibt in der Theorie,
dann sehen wir, es gibt eigentlich zwei Sorten von dimensionsbehafteten Größen. Nämlich einmal gibt es dimensionsbehaftete Größen, die wir im Experiment kontrollieren können. Das wären Energien, Impulse von unseren Teilchen oder die Abstände zwischen Teilchen sind ja auch dimensionsbehaftet. Das ist experimentell zugänglich, also experimentell zugängliche Größen. Also sagen wir mal x μ, p μ, solche Größen sind experimentell zugänglich und dimensionsbehaftet. Und dann gibt es Größen, die nicht experimentell veränderbar sind, sondern die intrinsisch durch die Naturgesetze, also durch die Theorie, vorgegeben sind, wie zum Beispiel Massenparameter in der Lagrange-Dichte. So ein Massenparameter ist dann vorgegeben, den können wir experimentell nicht ändern. Der bestimmt dann eben die Physik. So, und jetzt gucken wir mal eine sogenannte Skalentransformation an. Und die Skalentransformation stellt also die Frage, was passiert denn nun, wenn wir alle experimentell zugänglichen Skalen ändern, um einen gemeinsamen Faktor. Anstatt dass wir Physik bei der 1-Meter-Skala betrachten, betrachten wir Physik bei der 10-Meter-Skala. Und alle Abstände werden mit 10 multipliziert, entsprechend alle Energien, alle Impulse werden mit 1/10 multipliziert. Und dann schauen wir an, wie sich die Natur dann ändert, wie sich die Vorgänge, Phänomene ändern. Wenn die Theorie intrinsisch keine Längenskala auszeichnet, dann sollte sich nichts ändern. Wenn die Theorie aber irgendeine bevorzugte Längenskala oder Energieskala intrinsisch besitzt, dann wird diese Änderung im Experiment natürlich was bewirken. Also stellen wir erstmal die Frage, das heißt, wir machen diese Transformation x μ wird zu, sagen wir mal, einem Skalenparameter t hoch minus 1 mal x μ. Alle Impulse p μ werden zu einer Skala t mal p μ. Und t wäre eben jetzt dieser Faktor, mit dem wir alles umskalieren. Und das können wir im Experiment machen. Und in der Theorie haben wir dann noch solche Größen zur Verfügung wie die Feldnormierung von Feldern in der Feldtheorie Lagrange-Dichte. Die können wir auch umskalieren. Phi wird zu t hoch d phi mal phi, wobei dieses Feld Phi hat eine Einheit, Phi Einheit ist gleich Masse zur Potenz d Phi. So können wir das umskalieren. In der normalen 4 hoch 4 Theorie haben die Felder die Einheit Masse hoch 1. Da wäre also dieses d Phi einfach gleich 1. Das wäre also eine Skalentransformation, die wir machen können. Und jetzt betrachten wir mal eine klassische Theorie. Zum Beispiel die reine QCD wieder mit Quarkmassen gleich 0 oder auch die Phi hoch 4 Theorie mit m Quadrat gleich 0. Dann hat diese Lagrange-Dichte L klassisch keinen dimensionsbehafteten Parameter. Also zur Erinnerung, die Lagrange-Dichte enthält dann zum Beispiel so etwas wie d μ phi zum Quadrat oder phi hoch 4, aber nicht m Quadrat mal phi Quadrat. Das enthält es nicht, aber sowas würde die Lagrange-Dichte enthalten. So, und was passiert dann jetzt mit der Skalentransformation? Dann kriegen wir nämlich, wenn wir die Wirkung anschauen, d4x, über die klassische Lagrange-Dichte, dann ändert sich das unter der Skalentransformation wie folgt, nämlich die x-Variablen werden mit t hoch minus 1 jeweils multipliziert. Das heißt, da kriegen wir t hoch minus 4 mal d4x. Und in der Lagrange-Dichte
da skalieren wir ja jetzt alle dimensionsbehafteten Größen einheitlich um. Zum Beispiel phi hoch 4 wird natürlich zu t hoch 4 mal phi hoch 4. Und dieses d mü phi, phi wird zu t mal phi und die Ableitung nach x, die wird auch zu t mal der Ableitung nach x. Das heißt, das hier wird auch zu t hoch 4 mal sich selbst. Das heißt, die ganze Lagrange-Dichte wird gemäß ihrer Dimension zu t hoch 4 mal der klassischen Lagrange-Dichte. Und dann fällt diese Skalentransformation weg und wir sehen, die Wirkung ist invariant. Das heißt, die Wirkung ist invariant unter der Skalentransformation. Und das ist keine Überraschung, denn die Theorie enthält eben intrinsisch keine dimensionsbehaftete Größe. Das heißt, alle Skalen sind gleichberechtigt. Und wenn wir alle Skalen simultan ändern, bleibt die Physik gleich. Das heißt, eine Lösung der Bewegungsgleichung mit irgendeiner Skala bleibt eine Lösung, wenn Sie alle Skalen ändern. Aber wenn Sie diesen Term hier hätten, wäre das nicht so. Weil der würde dann nicht zu t hoch 4 mal sich selber werden, sondern zu t hoch 2 mal sich selber und das würde dann diese Skaleninvarianz brechen. Und das ist auch anschaulich, weil dann haben Sie eben intrinsisch eine Massenskala. Wenn Sie die Impulse ändern, dann haben Sie halt physikalisch relevant das Verhältnis zwischen Ihren Impulsen und dieser intrinsischen Masse geändert. Und da kann die Physik dann nicht unbedingt gleich bleiben. Okay, aber ohne Masse bleibt die Theorie gleich. Und das heißt jetzt einfach, wir haben Skaleninvarianz und wenn wir das mal als Gleichung aufschreiben, dann bedeutet das, dass eine physikalische Größe in so einer skaleninvarianten Theorie, sagen wir Sigma wie ein Wirkungsquerschnitt mit irgendeiner Einheit, Sigma ist gleich Masse hoch n, das verhält sich dann so, Sigma von t mal allen Impulsen, wenn wir alle Impulse also umskalieren, wird einfach zu t zur entsprechenden Dimension von Sigma von den Originalimpulsen. Also Sie kriegen so ein triviales Skalierungsverhalten. Das ist also alles keine Überraschung, also weil Sie gerade nach Überraschung gefragt haben. Das ist relativ offensichtlich, was ich hier hingeschrieben habe. Okay, ist das so? Finden Sie das auch offensichtlich? Nicken Sie. Ja. Hat T jetzt die Einheit der Masse? Nö, T ist dimensionslos. Okay. T ist dimensionslos. Also im einfachsten Fall ist T gleich 1 und dann variieren Sie T weg von 1 und dann haben Sie eben so eine Umskalierung gemacht. Und in der Tat will ich jetzt mal, damit es noch ein bisschen technischer wird, wir wollen es ja nicht so einfach belassen, machen wir mal die Ableitung D nach dt an der Stelle T gleich 1, dann kriegen wir eine Gleichung, die diese Skaleninvarianz in Differentialform ausdrückt. Ist weniger anschaulich, aber nutzbarer für die allgemeine Behandlung. Okay, also ich würde sagen, das hier ist sehr anschaulich, aber was jetzt kommt, ist einfach äquivalent, aber auf Differentialniveau. Wenn wir jetzt nach T ableiten, auf der linken Seite, dann kriegen wir die Ableitung von Sigma nach dem Argument. Das Argument ist dann der Impuls P mal der inneren Ableitung, also kriegen wir, die linke Seite ist P mal D nach dP von Sigma. Das ist D nach DLn von all diesen Impulsen hier von Sigma. Okay. Das ist die linke Seite an der Stelle T gleich 1. Die rechte Seite, wenn wir nach T ableiten, kriegen wir den Vorfaktor N mal dem Ganzen sich selber, wenn wir t gleich 1 setzen, kriegen wir einfach n mal Sigma. Also können wir das auf die linke Seite bringen und haben diese Gleichung. D nach dln von allen Impulsen minus die Masseneinheit n angewendet auf Sigma ist gleich 0. Das ist eine Differentialgleichung, die genau dasselbe ausdrückt, nämlich die Skaleninvarianz. Das drückt also aus Skaleninvarianz von einer Theorie, die keine intrinsische Massenskala besitzt. Ganz und folgt direkt in der klassischen Theorie. Unsere Frage ist jetzt, wie verhalten sich unsere schönen Quantenfeldtheorien in Bezug auf solche Skalentransformationen? Sind unsere Quantenfeldtheorien eventuell skaleninvariant? Oder sind sie eventuell nicht skaleninvariant? Wir haben auf jeden Fall Quantenfeldtheorien mit m² ungleich 0 und auch Quantenfeldtheorien mit m gleich 0, können wir beides behandeln.
Im Falle von m² ungleich 0 ist natürlich schon auf klassischer Ebene das hier verletzt. Aber verletzt in relativ einfacher Weise, die man auch noch hier behandeln könnte, dann müsste man hier halt noch dazufügen, d nach dm² oder so, würde die Gleichung dann modifizieren, aber es wäre okay. Aber schauen wir mal, was in der Quantentheorie passiert. So, also nun allgemein m ungleich 0 und wir betrachten eben die Theorie auf Quantenebene komplett renormiert, also nach Regularisierung und Renormierung. Ist alles erfolgt, die Theorie ist komplett endlich. Aber was wir ja wissen ist, dass in Zwischenschritten passierte das hier, dass wir nämlich dieses μ hoch Epsilon einführen mussten an einigen Stellen. Wir hatten dann als Zwischengröße dieses L groß B, diese noch nacktere Lagrange-Dichte bekommen, die dieses μ hoch Epsilon absorbierte. Und das war technisch notwendig, um dann letztlich renormierte, endliche Green-Funktionen zu erhalten. Die endlichen Green-Funktionen waren nicht mehr Epsilon-abhängig, aber abhängig von ln μ. Und das μ war also notwendig in Zwischenschritten. Und das ist dimensionsbehaftet. Und das stört jetzt die Sache. Machen wir also erstmal eine triviale Dimensionsüberlegung. Falls wir jetzt in unserer endlichen, renommierten, vollen Quantenfeldtheorie irgendeine Green-Funktion, das ist die allgemeinste Größe, die es gibt, eine Green-Funktion ausrechnen wollen, dann hat die auch eine Einheit, sagen wir mal Masse hoch groß N wieder. Und konkret dieses groß N können wir mal ausrechnen, nämlich dieses groß N, wenn Sie eine Green-Funktion haben mit N gleichartigen Feldern, dann hat ja die Green-Funktion die Einheit für jedes Feld, die entsprechende Einheit d phi, also klein n mal d phi. Das wäre die Einheit von den Feldoperatoren, die wir hier ausmultiplizieren. Aber im Impulsraum, was wir hier immer annehmen, haben wir dann für jedes Feld eine Fourier-Transformation. Das gibt minus 4n. Und dann spalten wir ja noch diese impulserhaltende Delta-Funktion für die vierdimensionale Impulserhaltung ab. Das gibt hier dann plus 4 in der Einheit der Green-Funktion. Also das wäre die Einheit der Green-Funktion im Ortsraum. Und das hier ist die Einheit der Green-Funktion im Impulsraum nach Fourier-Transformation. So, und dann ist natürlich klar, wenn wir jetzt mal aufschreiben, die Green-Funktion, die hängt jetzt ab von allen möglichen Parametern und die werden mal umskaliert in der folgenden Form. Wir haben einmal Impulse, Pi, die skalieren wir um mit dem beliebigen Faktor t. Dann haben wir die Kopplung, die ist dimensionslos und die belassen wir. Dann haben wir die Masse, m², die skalieren wir um mit t². Dann haben wir μ und das skalieren wir um mit t. Und jetzt habe ich wirklich eine lückenlose, vollständige Liste von allen Größen, von denen die Green-Funktionen nach Renormierung abhängen, aufgelistet. Und alle dimensionsbehafteten Größen, physikalisch oder unphysikalisch, experimentell kontrollierbar oder intrinsisch oder unphysikalisch, alle systematisch umskaliert. Und dann ist aus Dimensionsgründen klar, dass trivialerweise die ganze Green-Funktion gemäß ihrer Einheit umtransformiert. Also die wird zu t hoch groß n mal g mit den Originalargumenten pi g m Quadrat und μ. Das ist klar. Das wollte ich nicht einrahmen. Lassen Sie den Rahmen mal weg. Okay. So, jetzt leiten wir wieder ab hier. D nach dt an der Stelle t gleich 1. Dann gibt es eine Differentialgleichung. Welche Differentialgleichung gibt es dann, wenn wir hier nach... Bitte? T mal μ, ja. Leiten wir nach t ab. Dann gibt es hier wieder p mal d nach dp, gibt d nach dln von allen diesen Impulsen. Implizit hier Summe über alle i's.
und alle Impulskomponenten. Dann von hier kriegen wir nichts. Von hier kriegen wir plus 2 mal d nach d ln m Quadrat. Und von hier kriegen wir plus d nach d ln μ. Und von hier kriegen wir minus n angewendet auf dieses gn mit den ganzen Argumenten ist gleich 0. Das ist die Gleichung, die unsere renommierten Green-Funktionen erfüllen. Und das ist also eine triviale Dimensionsüberlegung. Und das können wir aber schon gut vergleichen mit der Skaleninvarianz. Nämlich zwei Dinge haben sich geändert. Also erstmal im Prinzip einiges bleibt gleich. Nämlich wir haben die Abhängigkeit von den physikalischen Größen, den Impulsen und die Dimension der Green-Funktion. Das ist das Offensichtliche. Und wenn sonst nichts gäbe, hätten wir Skaleninvarianz. Aber jetzt gibt es zwei Änderungen. Das eine ist m². Das ist natürlich offensichtlich, weil wir haben jetzt in der Theorie erlaubt eine intrinsische dimensionsbehaftete Größe, die stört natürlich die Skaleninvarianz. Das wäre dann, würde man als explizite Brechung der Skaleninvarianz bezeichnen durch die Definition der Theorie. Und diese explizite Brechung passiert bereits auf klassischem Niveau durch diesen Parameter in der Lagrange-Dichte. Das ist eine Änderung. Und die zweite Änderung ist das ln μ. Wir kriegen auch eine zusätzliche Änderung, die nur auf Quantenebene auftaucht, nur durch die Renormierung und Regularisierung kriegen wir hier diese zusätzliche Abhängigkeit von ln μ. Und die Green-Funktionen hängen ja in der Tat ab von ln μ, das heißt, diese Ableitung gibt was ungleich 0, allerdings erst auf Ein-Loop-Niveau oder höheren Ordnungen. Auf Tree-Level hängt es nicht von μ ab, aber auf Quantenebene hängt die Green-Funktion von ln μ ab. Das heißt, die Skaleninvarianz wird auch gestört durch das Auftauchen von μ, was aus der Regularisierungs- und Renormierungsprozedur irgendwie entstanden ist und in den Endergebnissen verbleibt. Aber was wir ja durch die Renormierungsgruppentheorie auch im Griff haben. Okay. Also das ist erstmal eine Änderung. Und jetzt müssen wir versuchen, die Physik von dieser Gleichung zu verstehen. Und deswegen machen wir jetzt eine Umgestaltung dieser Gleichung unter Benutzung der Renormierungsgruppe. Und dann kriegen wir eine bessere Gleichung, die Kellen-Szymanczyk-Gleichung, die diese Verletzung der Skaleninvarianz durch die Quantenfeldtheorie genau charakterisiert. Und das ist dann zugleich eine physikalische Gleichung, die das physikalische Verhalten der Green-Funktion sehr schön ausdrückt. So, das heißt, dieser Gleichung hier, dieser trivialen Dimensionsüberlegung, stellen wir jetzt gegenüber die Renormierungsgruppengleichung. Die lautet ja d nach d ln μ plus Beta-Funktion mal d nach dg plus anormale Dimension Gamma m² mal d nach d ln m² minus n, die Einheit der Green-Funktion, angewendet auf die Green-Funktion ist gleich 0. Das ist die Renormierungsgruppengleichung. Und die war unser tolles Ergebnis der letzten Stunden und ihre Bedeutung haben wir schon weitgehend erfasst. Aber sie hat eigentlich eine gewisse unphysikalische Charakteristik, denn die Renormierungsgruppengleichung gibt uns ja an, wie verhält sich unsere Green-Funktion oder allgemein wie verhalten sich unsere Größen, wenn wir die Parametrisierung ändern, wenn wir also dieses unphysikalische μ und den Parameter der Theorie ändern. Und die Bedeutung war ja gerade, die Physik bleibt gleich, aber wir ändern die Parametrisierung. Das ist nicht immer das, was man eigentlich wissen will. Wir wollen eigentlich eher normalerweise als Physiker wissen, wie hängt die Physik ab
von irgendwas. Wir wollen nicht die Physik gleich lassen und theorieinterne Gegebenheiten studieren. Aber das hier studiert eben immer dieselbe Physik. Also dieselbe physikalische Größe, aber unterschiedlich parametrisiert. Wir haben natürlich gesehen, dass dieses Verständnis dieser unterschiedlichen Parametrisierung extrem nützlich ist, weil wir die Kopplung G und Masse dann als laufende Kopplung auffassen können, die effektive Wechselwirkungsstärken bei unterschiedlichen Energieskalen beschreiben. Das ist also in der Tat schon sehr nützlich. Wir können Logarithmen resumieren und dadurch die Störungstheorie deutlich verbessern und uns Informationen über hochenergetische Prozesse verschaffen. Das ist alles prima. Aber von der Natur der Gleichung ist es eine etwas unphysikalische Gleichung. Physik bleibt gleich, aber Theorieparametrisierung ändert sich. Und das können wir jetzt umdrehen. Wir können jetzt diese μ-Abhängigkeit mal eliminieren. Und das können wir, indem wir diese zwei Gleichungen kombinieren. Wir haben hier die triviale Dimensionsüberlegung, die enthält die Ableitung nach ln μ. Und die Renormierungsgruppengleichung sagt uns, was die ln μ-Ableitung ist. Und wenn wir die Renormierungsgruppengleichung hier einsetzen, dann fällt das ln μ weg. Und wir kriegen eine Gleichung, die nur noch die Ableitung nach den physikalischen Impulsen enthält und keine Ableitung mehr nach dem unphysikalischen μ. Schreiben wir es auf. Wenn wir das also hier, starten wir damit und ziehen die Renormierungsgruppengleichung einfach ab, dann erhalten wir auf der linken Seite erstmal das d nach d lnp, d nach d lnpi, alle Impulskomponenten aufsummiert, dann von hier minus Beta-Funktion mal d nach d Kopplung. Dann haben wir für den lnm-Quadrat, bekommen wir einmal von hier unten 2 mal d nach d lnm-Quadrat und von hier minus Gamma m-Quadrat mal d nach d lnm-Quadrat. Dann das ln μ fällt weg, haben wir gesagt. Und dann verbleibt das Entschuldigung, ich habe hier etwas Falsches hingeschrieben, haben Sie sich gar nicht beschwert, weil hier in der Renormierungsgruppengleichung steht ja nicht die Einheit der Green-Funktion, sondern da steht n mal der anormalen Dimension und zwar mit Plus. Für die Feldoperatoren n mal Gamma hatten wir hergeleitet und das stand da auch, aber ich habe es jetzt aus Versehen falsch aufgeschrieben. Da steht also n mal die anormale Dimension der Felder. Und jetzt, wenn wir es subtrahieren, haben wir hier minus n und dann minus n mal der anormalen Dimension Gamma. Wenn wir das einsetzen, dann bekommen wir minus klein n mal dem d phi plus die anormale Dimension Gamma, minus 4, plus minus 4 nochmal, angewendet auf die Green'sche Funktion. Und das ist gleich 0. Okay, also hier hat dieser explizite Ausdruck kombiniert, dass groß N die Einheit der Green-Funktion, die abhängt von dieser ganz normalen Einheit der Feldoperatoren und die anormale Dimension von hier oben. Das ist das Endergebnis dieser Kombinationsgleichung. Und das ist die Kellen-Szymanczyk-Gleichung. Als Randbemerkung, in der Literatur geht das teilweise durcheinander oder unterschiedliche Menschen meinen unterschiedliche Dinge mit demselben Begriff und gleiche Dinge mit dem unterschiedlichen Begriff. Für mich ist ganz klar, Renormierungsgruppengleichung studiert die Abhängigkeit der Renormierungsskala μ
die Kellen-Symanzi-Gleichung studiert die Abhängigkeit von den physikalischen Energie- und Impulsskalen der Theorie. Das ist der entscheidende Unterschied. In der Literatur gibt es dann noch Varianten von dieser Kellen-Symanzi-Gleichung, wo man noch diese Ableitung nach der Masse, d nach d ln m Quadrat, ersetzt durch andere Größen, die ich jetzt hier nicht näher diskutieren will. Das ist motiviert, weil das ln m Quadrat ist ja eine intrinsische Masse der Theorie, die ich nicht physikalisch experimentell unter Kontrolle habe. Und dann habe ich wirklich nur noch die Ableitung nach dem physikalisch kontrollierbaren Impuls. Also im Gegensatz zur Renormierungsgruppengleichung studiert das jetzt immer bei derselben Parametrisierung der Theorie die physikalische Energie- und Impulsabhängigkeit. Bei fixiertem μ. In dem Sinne ist das eine physikalischere Gleichung. Und die sagt uns jetzt, was mit der Skaleninvarianz der Theorie passiert. Nämlich die können wir vergleichen mit der Original-Skaleninvarianzgleichung aus der klassischen Skaleninvarianten-Theorie. D nach der LNP liefert einfach nur die Einheit n mal der physikalischen Größe. Das ist Skaleninvarianz. Und diese Skaleninvarianz ist jetzt in der echten Quantenfeldtheorie durch die Kellen-Symanzi-Gleichung erstmal beschrieben und die sagt uns, die Skaleninvarianz ist gebrochen. Nämlich d nach d ln pi minus die Einheit wäre nur dieses n mal d phi minus diese 4. Das gibt nicht 0, sondern es gibt viele Modifikationen. Erstens, die Einheit des Feldoperators muss sich effektiv ändern. Anstatt dass hier die echte Massendimension d phi auftaucht, taucht hier die Kombination d phi plus Gamma auf. Daher der Name Gamma ist anomale Dimension. Das heißt, dieses Feld muss umskaliert werden, nicht gemäß seiner Einheit, sondern gemäß dieser anomal modifizierten Einheit. Deswegen der Begriff anomale Dimension. Das ist die erste Änderung. Das heißt, dieses Auftauchen der anomalen Dimension ist die erste Brechung der Skaleninvarianz der Theorie. Zweitens, hier diese explizit auftauchende Masse, die müsste eigentlich mit dem Faktor 2 hier multipliziert werden, weil die Einheit halt Masse hoch 2 ist. Die hat aber auch so eine anomale Dimension, das heißt, die muss umskaliert werden, nicht gemäß ihrer Einheit, sondern gemäß dieser anomal verschobenen Einheit. Daher der Begriff anomale Dimension der Masse. Ist leider mit einem umgekehrten Vorzeichen definiert aus historischen Gründen. Drittens, ich muss auch noch die Kopplung ändern. Wenn ich die physikalischen Impulse ändere, dann muss ich auch die Kopplung ändern, um die Physik gleichzulassen. Oder Änderung des Impulses ist äquivalent zu einer Änderung der Kopplung gemäß der Beta-Funktion der Theorie. Also das Auftauchen von Beta, Gamma m² und Gamma, das charakterisiert ganz genau die Brechung der Skaleninvarianz und das sind alles drei Quanteneffekte, die auf klassischem Niveau 0 sind und durch Quanteneffekte ungleich 0 werden. Also haben wir hier festgestellt, dass wir ein Phänomen haben, nämlich das Phänomen, dass wir in der klassischen Theorie eine Symmetrie vorliegen haben, nämlich die Skaleninvarianz-Symmetrie. Und diese Symmetrie ist durch Quantenkorrekturen gebrochen. Und die Brechung ist ganz genau charakterisiert durch die Kellen-Symanzi-Gleichung und diese Größen Gamma und Beta. Und das, dieses Phänomen, dass eine klassische Symmetrie durch Quanteneffekte gebrochen ist, ist natürlich ein interessantes Phänomen. Das heißt, effektiv ist die Symmetriebrechung von der Ordnung H quer, kann man sagen. Deswegen hat es einen extra Namen. Also schreiben wir das auf. Das heißt also, selbst wenn m² gleich 0 wäre, ist die Skaleninvarianz gebrochen. Durch Beta, Gamma und Gamma m²
ungleich 0. Daher der Begriff, dass man Gamma und Gamma m² als anormale Dimensionen bezeichnet. Das erklärt diesen Begriff. Und das Allgemeine, was ich gesagt hatte, war, dass wir hier eine Symmetriebrechung haben durch Quanteneffekte. Und der Begriff dafür, ein seltsamer Begriff, ist Anomalie. Also wenn Sie diesen Begriff sehen in der Quantenfeldtheorie-Literatur, das ist ein ganz genau definierter technischer Fachbegriff. Anomalie bezeichnet das Phänomen, dass eine klassische Symmetrie, die auf der Ebene der Wirkung oder Lagrange-Dichte gilt, durch Quanteneffekte gebrochen ist. Und was wir hier sehen, ist in der Quantenfeldtheorie, ist typischerweise, also quasi fast immer, diese Beta- und Gamma-Funktion ungleich 0, also ist diese Skaleninvarianz quasi immer gebrochen durch so eine Anomalie. Zusätzlich zu der Anomalie muss man auch sagen, gibt es natürlich häufig, dass dieses m² ungleich 0 ist. Dann ist die Skaleninvarianz sowieso gebrochen, auch auf klassischer Ebene. Aber immer gibt es dieses zusätzliche Phänomen über die klassische Brechung hinaus, die aus der Anomalie kommt, und das impliziert spezielle zusätzliche Effekte. Also zusätzlich hat man oft eine, wie man das nennt, explizite Brechung durch die physikalische Masse m² ungleich 0. So, also das ist ein ganz wichtiges Charakteristikum von Quantenfeldtheorien, dass sie zu solchen Anomalien überhaupt führen können. Und Sie sehen ja technisch, was nötig ist, um so eine Anomalie zu bekommen. Technisch war nötig, dass wir erstmal Divergenzen haben in Loop-Integralen. Die musste man regularisieren, dann unphysikalisches μ und Epsilon einführen. Danach konnte man Limites bilden und so weiter. Die Divergenzen haben sich alle in Wohlgefallen aufgelöst. Wir kriegen saubere Endergebnisse, aber es verbleibt der Effekt von solchen Symmetriebrechungen. Und das ist ein physikalischer Effekt, der unabhängig ist davon, welche Regularisierung, welche Renormierungsprozedur wir wählen, aber entsteht eben durch die Notwendigkeit, überhaupt so eine Regularisierung und Renormierung durchzuführen. Es gibt in den Quantenfeldtheorien noch weitere Symmetrien, die durch solche Anomalien typischerweise gebrochen sind, aber nicht viele. Die meisten Symmetrien sind, wenn sie auf klassischer Ebene gelten, auch auf Quantenebene gültig. Zum Beispiel Lorentz-Invarianz ist nicht durch Anomalien gebrochen und Eich-Invarianz darf auch nicht durch Anomalien gebrochen sein, sonst würde die Theorie inkonsistent werden. Aber es gibt weitere Symmetrien, die durch solche Anomalien gebrochen werden. Das wäre dann zum Beispiel Stoff von einer fortgeschrittenen Standardmodellvorlesung. Dann das tritt im Standardmodell auf. Tritt auch in der QCD auch auf. In der QCD gibt es auch weitere Symmetrien, die noch durch Anomalien gebrochen sind. Gut. Das war die Skaleninvarianz und die Kellen-Symanzi-Gleichung. Und vorher hatten wir dimensionale Transmutation, das war ja auch schon, da haben wir die Verletzung der Skaleninvarianz ausgenutzt. Ja, wir haben ja die dimensionslosen Parameter durch dimensionsbehaftete ersetzt und das ging eben nur, weil wir diese nicht-trivialen Trajektorien haben. Das heißt, das geht nur, weil die Skaleninvarianz eben verletzt ist.
Jetzt kommen wir zurück zur QCD. Wir brauchen die QCD hier nicht auf Lagrange-Ebene und mit Feynman-Diagrammen diskutieren. Das Einzige, was wir wissen müssen, ist, die QCD ist eine relevante Theorie aus der Elementarteilchenphysik. Es beschreibt die starke Wechselwirkung. Es ist eine nicht-Abelsche Eichtheorie, die eine sehr hohe intrinsische Eleganz und Schönheit hat. Aber letztlich ist es eine Theorie, die von einem Parameter auf Lagrange-Ebene abhängt, nämlich der Eichkopplung G, analog zur Eichkopplung in der Elektrodynamik. Gibt es also diesen einen Parameter, und die QCD enthält Quarks und Gluonen und beschreibt also die Wechselwirkung zwischen diesen Quarks und Gluonen. Und jetzt schauen wir uns mal an einige physikalische Effekte, die wir einzig und allein verstehen können durch das, was wir jetzt hier aus der Renormierungsgruppentheorie gelernt haben. Gibt es jemand, der nicht firm ist über die QCD auf dem Niveau, wie ich es gerade geschildert habe? Gibt es noch vorab Fragen? Wissen Sie nicht? Okay. Also ansonsten stellen Sie Zwischenfragen. Wir hatten schon betont, die reine QCD ohne Quarkmassen ist eine ideale physikalische Theorie ohne jegliche freie Parameter. Das heißt, alle Vorhersagen der QCD sind reine Zahlen. Und das kommt eben aus der dimensionalen Transmutation. Und die wiederum hängt zusammen mit der Anomalie der Skaleninvarianz, wie wir gerade gesehen haben. Klassisch hätte die QCD eben Skaleninvarianz auf Quantenebene nicht, und daher gibt es dann die dimensionale Transmutation. Also wir wissen, dass die Kopplung so verläuft, G und μ, G Quadrat von μ ist gleich 1 durch die Beta-Funktion Beta 1 mal dem Logarithmus von Lambda Quadrat durch μ Quadrat, das haben wir vorhin nochmal hergeleitet und aufgeschrieben. Und jetzt können wir mal diskutieren, was physikalisch passiert. Es gibt offensichtlich zwei Bereiche, nämlich einmal den Hochenergiebereich, wo die Kopplung klein wird, und den Niederenergiebereich, wo die Kopplung divergiert, und das passiert bei dem Wert Lambda. Wenn die Energie gegen Lambda geht von oben, dann divergiert die Kopplung. Okay, haben wir also zwei Dinge zu diskutieren. Diskutieren wir zunächst mal die QCD bei hohen Energien, bei μ gegen unendlich. So, bei μ gegen unendlich haben wir also Kopplung g von μ geht gegen 0. Und was diese Kopplung g von μ bedeutet, hatten wir ja gesehen, das ist die effektive Wechselwirkungsstärke der Theorie für Prozesse bei dieser Energieskala μ. Das heißt, die effektive Stärke von QCD-Wechselwirkungen bei hohen Energien wird beliebig schwach. Das heißt, wir wissen jetzt also, die effektive Wechselwirkungsstärke geht gegen 0, und das bezeichnet man mit dem Begriff asymptotische Freiheit. Das heißt, wenn wir Quarks und Gluonen betrachten, die fundamentalen Freiheitsgrade der QCD, dann sind diese Quarks und Gluonen, wenn wir Energien, die sehr hoch sind, betrachten, die sind quasi frei. Und das rechtfertigt etwas, was Sie wahrscheinlich gehört haben in Grundvorlesungen wie Teilchenphysik, Experimentalvorlesung. Es gibt sowas, das nennt sich Parton-Modell. Hat jemand schon vom Parton-Modell gehört? Anscheinend nicht alle. Okay, also, aber das rechtfertigt das sogenannte Parton-Modell. Und
Und das werde ich jetzt aber skizzieren, was damit gemeint ist. Das heißt, wir haben jetzt hier ein riesengroßes Objekt. Dieses riesengroße Objekt ist ein Hadron. Zum Beispiel ein Proton. Okay. Das ist ein Hadron. Proton oder Neutron, das sind alles Hadronen. Also stark wechselwirkende Bindungszustände, also echte Teilchen, die Sie im Experiment produzieren können. Und diese Hadronen haben eine Masse. Protonmasse ist ungefähr 1 GeV, Neutronmasse ist ungefähr 1 GeV. Es gibt noch schwerere Hadronen, so ähnlich wie angeregte Protonen, Neutronen, die haben vielleicht Massen von 2 GeV. Es gibt leichtere Hadronen, die sogenannten Mesonen, wie Eta-Meson, Rho-Meson oder Pi-Meson. Die haben etwas leichtere Massen, aber ungefähr sind die alle im Bereich von 1 GeV. Diese Objekte sind extrem stark gebundene, sehr, sehr komplizierte Objekte, viel komplizierter als das Wasserstoffatom. Die sind sehr dicht innen und die einzige nennenswerte physikalische Skala, die diese Bindungszustände auszeichnet, ist die Masse. Und deswegen ist auch die Ausdehnung, also die, der Durchmesser, ist ungefähr 1 durch diese Masse in natürlichen Einheiten. Das heißt, der Radius ist ungefähr 1 durch 1 GeV. Und das ist jetzt mal ein sehr, sehr großer Radius, denn wir sind ja bei unendlich hohen Energien. Das heißt, wir betrachten jetzt mal einen physikalischen Prozess, ich mache es mal farbig, wo wir dieses riesengroße Hadron mit einem sehr, sehr kurzwelligen Photon beschießen. Hier ist also ein Photon, sagen wir mal Gamma. Und dieses Photon hat eine Energie E Gamma, die viel größer ist als dieses 1 GeV, sagen wir mal als Beispiel 100 GeV. Dann ist eben die Wellenlänge von dem Photon 100 mal kürzer als die Dicke des Hadrons. Das heißt, das dringt da irgendwie ins Innere des Hadrons ein. Und was passiert da? Im Inneren des Hadrons trifft jetzt dieses Photon auf einen Quark. Hier ist jetzt ein Quark im Inneren des Hadrons. Das extrem hochenergetische, kurzwellige Photon trifft jetzt auf das Hadron und macht einen mikroskopischen Prozess mit einer charakteristischen Energieskala von 100 GeV. Und das bedeutet, dass jetzt für diesen mikroskopischen Prozess im Inneren des Hadrons relevant ist die asymptotische Freiheit, dass die Kopplungskonstante der QCD effektiv für diese Energien sehr klein ist. Das heißt, die starke Wechselwirkung spielt jetzt für diese Streuung keine Rolle. Das heißt, es passiert einfach Elektrodynamik. Das Proton streut an diesem quasi freien Quark, was keine starke Wechselwirkung mehr spürt. Es spürt nur die Wechselwirkung mit dem Photon, wird dann also irgendwie abgelenkt. Und dann kann vielleicht noch sowas Mikroskopisches passieren, dass das Quark hier ein hochenergetisches Gluon abstrahlt und noch ein anderes hochenergetisches Quark abstrahlt. Sowas kann alles passieren, mikroskopisch. Und diese Gluonen und dieses Quark hätten jetzt auch ihrerseits sehr hohe Energien. Dann können wir hier störungstheoretisch in niedrigster Ordnung, Störungstheorie, so ein QCD-Feynman-Diagramm einfach einzeichnen. Und das beschreibt dann korrekt die Physik, die abläuft. Das heißt also erstens mal Quark und Gluonen, die sind im Inneren des Hadrons quasi frei, verhalten sich wie freie Teilchen und die Störungstheorie ist gültig. Also das brauchen Sie jetzt nicht abzuzeichnen, aber nur um es zu kontrastieren, was eben nicht passiert, ist, dass Sie hier unendlich viele Loop-Korrekturen der QCD mit unheimlich viel zusätzlichen Gluon-Austausch-Feynman-Diagramm. Die brauchen Sie alle nicht. Wenn die QCD-Kopplungskonstante aber groß wäre, dann wäre ja jedes einzelne zusätzliche Diagramm mit einem zusätzlichen Gluon ein sehr großer numerischer Beitrag, weil die Kopplungskonstante hier groß ist. Aber da die Kopplungskonstante klein ist für diese hochenergetischen Prozesse, sind all diese orangenen Diagramme vernachlässigbar. Und das einzige relevante Diagramm ist das Originale. Also zeichnen Sie das nicht ab. Aber das hier wäre eben notwendig, wenn wir nicht asymptotische Freiheit hätten. Haben wir aber.
Okay, das heißt, die sind quasi frei. Im Proton gilt also komplette Störungstheorie und niedrigste Ordnung QCD ist eine gute Nährung. Ja. Also, das heißt, wir sagen jetzt, wir haben große Energien, deswegen ist das G klein und deswegen konvergiert die Störungstheorie schnell, wenn wir vernachlässigen die höheren. Genau. Also Sie können das immer systematisch verbessern, indem Sie die Diagramme doch mitnehmen, aber die geben dann numerisch kleine Korrekturen. Davon abgesehen, diese numerisch kleinen Korrekturen sind vielleicht wichtig, um mit dem LHC heutzutage zu vergleichen, bei dem Genauigkeitsniveau und so weiter und so weiter. Ist klar, aber qualitativ sind die erstmal vernachlässigbar. So, aber wie geht es jetzt weiter? Jetzt ist alles hochenergetisch, das heißt, es passiert auch alles bei sehr, sehr kleinen Abständen, viel kleiner als der Durchmesser des Hadrons und bei sehr, sehr kleinen Zeitskalen. Die Zeit, wo das alles hier passiert, ist eben so klein, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht ausreicht, um in dieser Zeit von einem Ende des Protons zum anderen zu gelangen. Okay. Da ist das alles schon passiert. Und dann haben sich hier innerhalb des Protons, das Gluon und Quark, schon so relativ weit voneinander entfernt. Also weit in Bezug auf diese Original-Längenskala hier. Aber immer noch innerhalb des Hadrons. So, jetzt vergeht einige Zeit. Nämlich so eine Zeit, dass dieses Quark und Gluon, so sagen wir mal, einige Strecken hier gelaufen ist, kommt dann so langsam an den Rand des Hadrons. Dann ist aus Sicht dieses Originalphotons eine riesige Zeit vergangen. Das Photon hat schon alles vergessen, was hier abgelaufen ist, mikroskopisch, aber die Quarks, die fliegen jetzt hier weiter und nach einiger Zeit spüren die dann die Effekte der starken Wechselwirkung. Dann machen die eben Prozesse und sehen Prozesse, die sich auf solchen großen Energieskalen abspielen. Und dann bemerken die eben die Existenz der Hadronumgebung und bemerken die starke Wechselwirkung. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die das bemerken, ist schon dieses Gluon dorthin gelaufen und dieses Quark hierhin gelaufen. Die sind kausal quasi nicht mehr miteinander verknüpft, sondern machen ihr eigenes Ding jeweils. Also nach einer Wegstrecke ungefähr 1 durch 1 GeV gilt dieses Quark und Gluon, sagen wir mal, spüren die starke Wechselwirkung im Hadron. Aber das physikalische Bild ist eben, dass das Quark und das Gluon, die sind jetzt unabhängig, die sind kausal weit voneinander entfernt. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass das Quark alleine mit dieser Hadronumgebung in Wechselwirkung tritt und das Gluon alleine mit der Hadronumgebung in Wechselwirkung tritt. Und dann macht es eine starke Wechselwirkung mit dem Hadron. Und was dann passiert ist, dass dieses Quark irgendeinen Bindungszustand bilden muss, weil freie Quarks gibt es nicht und das bildet dann Pionen oder andere Bindungszustände. Dieses Gluon bildet ebenfalls Pionen oder andere Bindungszustände und diese Bindungszustände fliegen dann eben entweder in diese Richtung weiter oder in diese Richtung weiter und dann kriegen wir eben als Endergebnis nach dem ganzen Prozess, dass aus dem Hadron herauskommen Jets, Bündel von vielen Bindungszuständen, die aus diesem Gluon kommen und ein weiterer Jet, Bündel von Bindungszuständen, die aus dem Quark kommen. Und die Richtungen von diesen Bindungszuständen kommen eindeutig von dieser Originalrichtung der Quarks und Gluonen. Das heißt, was dann passiert, sind die sogenannten Jets, also Bündel, eng kollimierte Bündel aus hadronischen Bindungszuständen. Das ist das, was Sie verstehen, wenn Sie wissen, dass die Kopplung bei hohen Energien klein und bei niedrigen Energien groß ist. Und das ist das Parton-Modell. Und das kann man technisch auch in Gleichungen formulieren. Und ich gebe jetzt hier nur die Gleichung mal an, dass Sie in diesem Zusammenhang sehen, wie die auftaucht. In der Experimentalphysik ist diese Gleichung auch gang und gäbe. Das heißt, die Gleichung, die ich meine, ist die sogenannte Faktorisierung . Wir können jetzt eine Gleichung aufschreiben für den Wirkungsquerschnitt Sigma
zwischen diesem hochenergetischen Photon und dem Hadron. Und die Gleichung, die sich aus diesem Bild ergibt, ist die folgende. Wir haben ein Integral von 0 bis 1 über eine Variable x, wie man das nennt. Und dann haben wir folgende Struktur. Einmal haben wir eine Funktion f von x, q senkrechter Strich Hadron, multipliziert mit Sigma für Photon und Quark, abhängig von x. Und was das bedeutet ist, dass wir hier eine Faktorisierung bekommen in zwei Faktoren. Der erste Faktor ist, dass das Photon muss in das Hadron rein und trifft dann im Hadron ein einzelnes quasi freies Quark. Und diese Funktion gibt an die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Photon so ein Quark findet. Wahrscheinlichkeit für Quark mit Impulsanteil x. Okay. So, dann findet also dieses Photon, dieses Quark mit diesem Impulsanteil und dann passiert einfach eine mikroskopische Wechselwirkung, wo Sie das Quark als freies Teilchen betrachten können. Hier, das ist also dann der Wirkungsquerschnitt für ein freies Quark. In diesem zweiten Faktor brauchen Sie also nichts mehr wissen über nicht störungstheoretische Bindungszustände und Wechselwirkungen zwischen den Teilchen. Im ersten Faktor, da geht natürlich diese nicht störungstheoretische Dynamik des Hadron-Bindungszustandes ein. Die bestimmt die Wahrscheinlichkeit für diese Quarks und Gluonen im Hadron. Die können wir schlecht berechnen, insbesondere nicht in der Störungstheorie. Die kann man im Allgemeinen nur messen. Aber das Tolle ist an dieser Faktorisierung, der linke Faktor, den man messen muss, der ist universell. Den muss man nur einmal messen und dann ist der für alle Detailwirkungsquerschnitte derselbe. Es hängt nur ab von dem Hadron-Typ, sagen wir Proton oder Neutron. Dann haben Sie einmal diese Verteilungsfunktion und danach können Sie jeden beliebigen Prozess für Photon-Proton-Streuung betrachten, egal welcher Detailprozess Sie dann interessiert. Sie haben dann immer dieselbe Verteilungsfunktion, die Sie einmal gemessen haben. Und das hier kann man dann eben störungstheoretisch berechnen. Falls Sie das interessiert, gebe ich an, die Herleitung ist von Collins, Soper, Sturman. Und wo man das insbesondere auch jetzt heutzutage gut finden kann, ist in dem Collins QCD-Buch. Vom Collins gibt es ja zwei Bücher, ein Buch über Renormierung und ein zweites Buch über QCD, wo Sie die Herleitung von diesen Größen hier finden. Das ist also die Faktorisierung und diese Faktorisierungsformel ist die absolute Grundlage von allen Berechnungen für irgendwelche Vorhersagen am LHC. Denn alle Prozesse am LHC haben diese Gestalt, teilweise komplizierter, weil sie nicht ein Photon auf ein Proton schießen, sondern zwei Protonen aufeinander, passiert das Gleiche, nur komplizierter. Okay. Und das heißt, alle Prozesse, die Sie jemals am LHC berechnen müssen, müssen Sie mit so einer Faktorisierungsrechnung behandeln. Sie haben dann eben Verteilungsfunktionen, die man messen muss, die man auch vor dem LHC schon gemessen hatte. Und den Rest kann man dann störungstheoretisch behandeln. Und wenn man an hoher Genauigkeit interessiert ist, und das sind wir, dann reicht natürlich Tree-Level doch wieder nicht aus, sondern man muss dann höhere Ordnungen ausrechnen und da dann zum Beispiel auch wieder Renormierungsgruppenmethoden benutzen, um diese Logarithmen, die auftreten, zu resumieren. So, das war die QCD bei hohen Energien. Jetzt gucken wir an die QCD bei niedrigen Energien.
bei μ gegen den Landau-Pol Lambda bei niedrigen Energien. Hier ist natürlich klar, dass g von μ jetzt eigentlich divergiert aufgrund unserer Einloop-Rechnung. Aber wenn das g groß wird, dann ist die Einloop-Rechnung sinnlos. Dann sind ja höhere Ordnungen als Einloop natürlich sehr groß. Das heißt, die Störungstheorie ist in Umgebung dieses Pols sowieso ungültig oder nicht vertrauenswürdig. Liefert mit Sicherheit keine verlässlichen Ergebnisse. Das heißt, eigentlich haben wir nicht das vorherige Bild, sondern wir haben dieses Bild. So, bei hohen Energien wissen wir genau, was passiert, aber bei niedrigen Energien ist das eigentlich unklar. Das ist das eigentliche Bild. Aber hier irgendwo ist dann dieser Landau-Pol Lambda. Aber selbst wenn dieser Bereich unklar ist, klar ist, dass in der Gegend von dieser niedrigen Energie Lambda interessante Physik passieren wird. Interessante Physik, die sich unterscheidet von dieser störungstheoretischen Physik, wo wir Tree-Level-Feynman-Diagramme nehmen können. Also es passiert irgendeine andere Dynamik, nicht störungstheoretische Dynamik, zum Beispiel Bindungszustände. Das heißt, was hier jetzt für uns schön ist, ist, wir können qualitativ viele Punkte, physikalische Vorhersagen der QCD qualitativ einsehen. Schreiben wir es auf. Also bei Energie von der Ordnung von diesem Landau-Pol Lambda gibt es also nicht störungstheoretische Dynamik. Das ist klar und das ist sicherlich interessant und eine Auswirkung wäre, dass wir hier Bindungszustände erwarten können und das ist eben in der Tat der Fall. Wir haben ja dann Bindungszustände, nämlich alle Hadronen sind ja Bindungszustände, Protonen, Neutronen, andere Baryonen mit drei Quarks, dann die Mesonen, Pion, Kaon, Eta-Meson, Rho-Meson mit Quark-Antiquark-Gehalt. Die sind alles Bindungszustände und es ist für uns verständlich, dass alle diese Bindungszustände Massen haben im Bereich von dieser Energieskala Lambda. Ist ja so. Alle Bindungszustände, die wir kennen, haben Massen zwischen 100 MeV und wenigen GeV. Also in einem Bereich von einem Faktor 10 etwa sind alle Bindungszustandsmassen der QCD-Bindungszustände. Hier sind jetzt die Quarks und Gluonen nicht mehr frei. Aber es gibt sogar ein Phänomen, nämlich das sogenannte Confinement. Das kann man hier nicht herleiten oder das ist nicht bewiesen, dass die Kopplung stark wird, aber das Confinement-Phänomen bedeutet, dass es sogar absolut unmöglich ist, freie Quarks und Gluonen zu beobachten. Sie können niemals ein freies Quark oder Gluon aus den Hadronen rausholen und isolieren. Das ist hierdurch nicht eindeutig bewiesen, aber es ist mindestens verständlich, dass sowas passieren könnte aufgrund dieser sehr, sehr starken Wechselwirkung und es passiert in der Tat. Wenn man jetzt quantitativ das Ganze behandeln will, dann ist die Störungstheorie untauglich, aber das heißt nicht, dass es nicht behandelbar ist, sondern es gibt zum Beispiel die Möglichkeit der sogenannten Gittereich-Theorie. Was damit gemeint ist, ist, dass wir schlichtweg die QCD hernehmen und das Pfadintegral der QCD numerisch lösen durch Diskretisierung des Pfadintegrals. Dann kriegen wir Ergebnisse, die nicht durch Störungstheorie approximiert sind, sondern nur durch diese Diskretisierung der Raumzeit und Diskretisierung der Feldkonfigurationen auf dem Pfadintegral. Das ist eine völlig komplementäre Näherung, die man prinzipiell beliebig genau machen kann. In der Praxis nicht sehr genau, aber auf dem Prozentniveau. Und mit dieser Gittereich-Theorie können Sie alle diese Aussagen hier numerisch verifizieren. Zum Beispiel alle Massen von den Bindungszuständen der QCD können Sie da vorhersagen, die Massenverhältnisse genau bestimmen. Und das stimmt dann eben mit der Beobachtung überein, was natürlich ein Test dafür ist, dass die QCD in der Tat auch diese niederenergetischen Phänomene korrekt beschreibt.
was für Sie von Interesse ist. Es gibt bisher keinen analytischen Beweis für dieses Confinement. Das heißt, ein Beweis, der auf mathematisch präzisem Niveau operiert, nicht numerisch wie bei der Gitter-Eich-Theorie-Simulation, sondern exakt, der dann beweist, dass diese freien Quarks und Gluonen nicht existieren. Und es gibt ja in der Mathematik diese Millennium-Dollar- oder Millennium-Probleme, wo 1 Million Dollar ausgesetzt ist für die Lösung von diesen Problemen. Eins wurde ja gelöst von diesem Perelman vor wenigen Jahren, der aber dann das Preisgeld nicht angenommen hat. Aber dieses Confinement ist eins dieser, ich glaube, 7 Probleme, für die jeweils 1 Million Dollar als Lösungsprämie ausgesetzt ist. Das heißt, das ist für Sie von Interesse, das ist also ein mögliches Forschungsprojekt, das mal zu lösen. Was ist da noch nicht nachgewiesen? Dieses Confinement. Also ich kann es jetzt technisch nicht näher darstellen, weil wir die QCD ja auf Lagrange-Niveau gar nicht formuliert haben, aber dass eben keine freien Quarks und Gluonen existieren. Das zu beweisen. Es gibt noch ein paar mehr Details, die da dazugehören. Zum Beispiel auch so eine gewisse Symmetriebrechung, ähnlich wie diese Skaleninvarianzbrechung durch eine Anomalie. Gibt es auch in der QCD eine Anomalie, so eine Symmetriebrechung, die ebenfalls durch die nichtstörungstheoretische Dynamik verursacht wird. Die hängt eng mit dem Confinement zusammen, ist aber nicht genau dasselbe. Und der Preis gilt für beides. Das heißt, man muss analytisch beweisen, dass diese gewisse Symmetrie gebrochen ist und dass dann Confinement passiert. Ja, das wäre ein gutes, erstrebenswertes Ziel. Wenn Sie mir noch 2 Minuten geben, dann kann ich noch ein bisschen was anderes sagen. Geben Sie mir noch 2 Minuten. Danke. Dann können wir nämlich nächste Stunde mit was anderem anfangen. Also, wir haben jetzt hier gesehen, die reine QCD ist eine ideale Theorie, hatte ich jetzt mehrfach gesagt. Und jetzt ist Ihnen auch klar geworden, dass es nicht nur parameterfrei ist, sondern ungeheuer reich an physikalischen Phänomenen und an Beziehungen zwischen physikalischen Phänomenen. Eine sicherlich der reichsten Theorien, die wir haben, und gleichzeitig parameterfrei. Aber was ist, wenn Sie die QCD nicht als reine QCD betrachten, sondern in der realen Welt? In der realen Welt ist die QCD eingebettet in eine andere Theorie. In der realen Welt gibt es zum Beispiel die elektroschwache Physik und dann wäre die QCD eingebettet in das ganze Standardmodell der Elementarteilchenphysik inklusive Higgs-Teilchen, W-Teilchen, Z-Teilchen und so weiter. Oder auch gibt es große vereinigte Theorien, Grand Unified Theories. Da könnte man die QCD und das Standardmodell auch einbetten und in all diesen Fällen gibt es eine weitere Massenskala Groß M, sagen wir entweder die Masse des Z-Bosons oder die Masse dieser großen vereinigten Teilchen M-Gat. Dann gibt es eine physikalische Skala und damit hat die QCD dann einen physikalischen Parameter, nämlich die Eichkopplung Alpha S an dieser Skala. Das ist jetzt eine physikalisch relevante Größe. Und es ist nicht mehr das Gleiche, ob Sie Alpha S auf 0,1 oder 0,2 setzen, weil das immer bezogen sein muss auf diese physikalisch vorgegebene extrinsische Massenskala. Zum Beispiel ist es Alpha S, das ist immer gleich g Quadrat geteilt durch 4pi ist gleich 0,1 bei mz oder 0,02 ungefähr bei diesem mgat. So, und wenn wir das jetzt vorgeben, dann ist der Wert dieses Landau-Pols festgelegt. Und zwar
können wir die vorherige Gleichung invertieren. 1 durch g Quadrat von unserer vorgegebenen Skala, entweder mz oder mgat, ist jetzt gleich die Beta-Funktion, Beta 1 mal Logarithmus von dem Landau-Pol, Lambda Quadrat, geteilt durch diese vorgegebene Massenskala mz oder mgat. Oder ich kann es auch mit 4π multiplizieren. 4π, dann haben wir hier 1 durch Alpha S an dieser Skala mz oder mgat. Dann weiß ich also an unserer fundamentalen extrinsischen Massenskala, die ich irgendwie bestimmen kann, habe ich den Wert 1 durch Alpha. Und dann kann ich aus dieser Massenskala den Wert des Landau-Pols berechnen. Und das ist fantastisch. Insbesondere die Struktur der Formel ist fantastisch, weil ich jetzt dieses Diagramm zeichnen kann hier. Hier eine sehr, sehr, sehr lange μ-Skala. Hier ganz weit oben haben wir eine sehr hohe fundamentale Skala, zum Beispiel mz oder mgat. Das ist also eine fundamentale Energieskala. Da ist die Eichkopplung dann festgelegt. Und die ist zum Beispiel klein. 0,1 oder 0,02. Störungstheorie ist auch exzellent gültig. Renormierungsgruppengleichung sagt uns dann, was ist der Verlauf zu niedrigeren Energien hin. Dann ändert sich das, ändert sich langsam, langsam, langsam. Und irgendwann bei sehr, sehr niedrigen Energien gibt es dann einen Pol. Da versagt dann die Störungstheorie, aber hier ist dann formal dieses Lambda. Und hier ist dann eben Hadronen und nicht störungstheoretische Dynamik. Das ist ganz weit weg bei ganz tiefen Energien. Dann schreiben wir mal die Formel auf. Lambda Quadrat, bei der dann nicht störungstheoretische Dynamik passiert, kann ich jetzt auflösen, ist gegeben durch unsere fundamentale Skala mz oder mgat zum Quadrat. Wenn ich es auf die andere Seite bringe, ist der Logarithmus von dem Verhältnis ist 1 durch das hier. Dann muss ich hier exponentieren, das ist also Exponentialfunktion von 1 durch 4pi mal Beta 1 mal diesem Alpha S an dieser Skala. Das Beta 1 war ja negativ, das heißt, ich kann das auch schreiben als minus 1 und hier Betrag von dieser Beta-Funktion. Und dann sehen Sie jetzt mehrere super tolle Dinge. Erstens, Sie sehen, das ist eine nicht störungstheoretische Formel, weil diese Funktion hier können Sie nicht als Potenzreihe in Alpha entwickeln. Es gibt keine Potenzreihenentwicklung in der Kopplung. Das ist eine nicht störungstheoretische Formel. Das ist schon mal interessant und schön. Und zweitens liefert uns das eine exponentielle Unterdrückung dieser Skala Lambda im Vergleich zu unserer fundamentalen Skala. Das heißt, wir haben hier ein physikalisches Gesetz gefunden, was exponentiell ist. Und solche Gesetze sind selten. Die meisten physikalischen Gesetze sind viel einfacher und haben so polynomiale oder lineare Verhalten. Aber hier haben wir ein Exponentialgesetz gefunden. Zwar eine nicht störungstheoretische Formel. Wenn wir das numerisch zum Beispiel auswerten, dann kriegen wir Lambda Quadrat ist gleich diese fundamentale Skala zum Quadrat. Das 1 durch Alpha ist ja jetzt entweder 10 oder 50. Diese Beta-Funktion ist dann 1 durch 12 Pi Quadrat, sowas. Das heißt, das liefert dann nochmal einen Faktor 10 im Zähler. Das heißt, wir kriegen hier im einen Fall ungefähr e hoch 20 im Falle der Z-Masse und etwa e hoch 100 im Falle der GAT-Masse, je nachdem, wo wir starten. Das heißt, wir kriegen viel mehr Minus, eine riesige exponentielle Unterdrückung. Warum ist es keine störungstheoretische Formel? Es könnte es doch in der Potenzreihe entwickeln. Von 1 durch Alpha, aber nicht von Alpha. Und warum nicht von Alpha? Ich könnte es auch von Alpha. Also ich dürfte halt nicht bei Alpha gleich 0 starten, aber nicht anderen.
Naja, Störungstheorie ist ja so zu verstehen, dass Sie eine Taylor-Entwicklung oder Potenzreihenentwicklung in Alpha machen. Sprich, das ist eine Taylor-Entwicklung um Null herum. Achso, das ist immer um Null, okay. Ja, also das ist die Störungstheorie, die wir hier meinen. Ja, und dann kriegen wir diese exponentielle Unterdrückung. Das heißt, was wir hier verstehen durch dieses Bild ist, dass wenn wir die QCD betrachten als eingebettet in so einen Gesamtzusammenhang mit einer fundamentalen Massenskala oder Energieskala, dann verstehen wir durch die Renormierungsgruppentheorie, wie es sein kann, dass Bindungszustände wie Proton, Neutron, Pion, Rohmeson auftauchen mit einer Masse, die exponentiell klein ist im Vergleich zu unserer fundamentalen Masse. Also wenn Sie sich als Schöpfer mal aufspielen, dann starten Sie jetzt, Sie setzen nur die Lagrange-Dichte in die Welt mit einer Skala 10 hoch 16 GeV und dann überlassen Sie alles seiner Auswirkung und dann bildet sich bei 1 GeV jetzt ein Bindungszustand Proton, 16 Größenordnungen kleiner. Und das haben wir jetzt verstanden durch dieses Exponentialgesetz. Und das ist eben toll. Wir haben also eine dynamische Erzeugung einer exponentiell kleinen Massenskala. Und bei dieser exponentiell kleinen Skala passieren also neue physikalische Phänomene. Und jetzt kommt der Punkt, den Sie lösen müssen in Ihrer Lebenszeit, nämlich das wissen wir. Wir haben also verstanden, warum die Protonmasse und Neutronmasse 10 hoch 16 mal kleiner ist als die GAT-Masse, wenn wir davon mal ausgehen. Aber wir haben nicht das Analoge verstanden für das Higgs und das W- und Z-Boson. Für das Higgs, W und Z haben wir keinerlei Erklärung, warum die Massenskala von diesen Teilchen so viel kleiner ist als irgendeine hypothetische GAT-Masse. Oder was überhaupt die Massenskala von WZ und Higgs bestimmt, ist komplett unbekannt. Also dagegen unbekannt, woher die Werte von MW, MZ, MHiggs kommen. Vereinfacht gesagt, ich habe jetzt keinen Platz, kompliziertere Sätze aufzuschreiben, aber was Sie lösen müssen, ist, welche Dynamik, welche fundamentale Dynamik generiert die Massen von diesen schwach wechselwirkenden Teilchen in Analogie zu diesem Verständnis der Dynamik, die die Proton- und Neutronenmassen generiert. Das ist eine Aufgabe für die Zukunft der Teilchenphysik. Damit beenden wir es. Vielen Dank, bis nächstes Mal.